Rostock, Stress für Regina, 69, bei Harz und Herzlich. Die Rentnerin ist mit der Renovierung ihrer Wohnung beschäftigt. Und dann kommt auch noch ein unangekündigter Schlafgast hinzu, der tagelang ihre Nerven raubt. In der 37 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung im Blockmacher Ring stehen Änderungen bevor. Doch mit ihren 130 monatlich zur Verfügung stehenden Euro hat Regina dafür nur ein kleines Budget. Da sie nach einem Herzinfarkt vor 4 Jahren gesundheitlich angeschlagen ist, bekommt sie Hilfe von einer befreundeten Nachbarin. Die hilft der gebürtigen Thüringerin beim Streichen und Tapezieren. Aber jetzt haben wir das Problem, dass ich die abwaschbare Tapete abgemacht und die andere mit abgerissen habe, berichtet sie von ihrem Fehler. Doch alles halb so wild, die Freundin bekommt alles einwandfrei hin. Allerdings gibt es schon wenig später die ersten Spritzer vom Kochen an der neu tapezierten Wand. Jetzt will Regina an Herd und Spüle mit Lackfarbe drüber gehen. Damit ist aber noch nicht alles erledigt. In wenigen Monaten feiert sie ihren 70. Geburtstag, wünscht sich dafür Geld, um Küchenmöbel zu kaufen. Harz und Herzlich. Regina fragt sich, wovon ich leben soll. Später erreicht die 69-Jährige aufgrund zu dieser Zeit stark steigender Energiekosten eine Hiobsbotschaft. 100 Euro mehr soll sie für ihre Wohnung bezahlen, insgesamt dann 545. Über 500 Euro für eine Einraumwohnung, beschwert sie sich. Ich frage mich, wovon ich leben soll. Die machen sich da keinen Kopf. Die Hundebesitzerin hofft auf Hilfe vom Sozialamt. Ich muss mit meiner Betreuerin reden, weil ich die Erhöhung akzeptiert habe, obwohl ich das nicht hätte müssen. Ich weiß nicht, ob ich das rückgängig machen kann. Bis zu 500 Euro Miete würde das Sozialamt übernehmen, den Rest müsste Regina selbst bezahlen. Das sehe ich nicht ein, sagt die Seniorin, deren Rente so niedrig ist, dass sie über Grundversorgung aufgestockt wird. Möglicher Ausweg? Eine neue Wohnung. Doch aufgrund eines Schufa-Eintrages wird die Suche danach nicht leicht. Und dann auch das noch? Ihre Bekannte Pamela, 56, hat sich im thüringischen Gera von ihrem Freund getrennt und steht mit Sack und Pack vor ihrer Tür. Nach einer Nacht auf der Couch soll sich die Schnarchmaschine nun eine andere Bleibe suchen. Zunächst kommt die Berlinerin im Zelt unter, will aber so schnell wie möglich eine eigene Wohnung haben und einen Neuanfang ohne ihren Ex, der sie und Regina nach eigenen Angaben schon bedroht habe. Er schickt Leute vorbei und guckt, ob sie da ist. Und wenn sie da ist, kriegt sie auf die Fresse, so ungefähr. Ich hab Angst, dass ihr irgendwas passiert, macht sich die Rentnerin Sorgen.